Moin, moin, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part der Pokémon Spirit Gold Together. Jedes Mal breche ich mir einen ab. Willkommen zu Part 7. Wie ich sehe, leben wir noch und bekommen auch ein Ei oder haben das Ei schon bekommen. Auf jeden Fall bedeutet das alles, dass wir unseren ersten Orden haben, was ich ziemlich, ziemlich nice finde. Und ich würde ziemlich, ziemlich gern den zweiten Arenenleiter machen. Das announce ich jetzt schon. Mal gucken, ob das hinkommt von den Parts her und so. Ja, machen wir mal weiter. Nanu, dieses Ei. Das ist eine Frau, oder? Oh, ich verstehe. Mr. Pokémon. Es ist einfach, stellt euch vor, es ist eine Frau, die redet. Mr. Pokémon hat es also Professor Lind geschickt. Und dieser gab es dann an euch weiter. So war das also. Das ist ein wirklich äußerst kostbares Ei. Vergesst das bitte nicht. Seht es bitte mit viel Hingabe auf. Verstehen wir uns? Was ist, wenn nicht? Gut, dann gehabt euch wohl. Spielt das Ei eigentlich noch irgendeine Rolle? Also nachdem es geschlüpft ist? Juckt es dann irgendein noch, was daraus kam? Oh, Pamela, du bist noch am Start. Leben denn überhaupt alle noch? Was geht denn hier ab? Okay, ich hab mich schon gewundert. Alter. Ich hatte noch die Speed-Funktion vom Offscreen-Training an. Auf einmal hüpfen die da wie so Geisteskranke, ey. Es leben anscheinend alle noch. Ich hatte alle auf Level 16 gebracht, bevor Quidno in der Arena gestartet ist. Karaoke ist Level 18, hat also anscheinend gecarried. Riecht auch einen Brief, den werde ich gleich lesen. Ja, warum gucke ich mir das Team an? Es wird keiner groß was Neues. Du kannst jetzt Blitz. Dafür ist. Was ist dafür weg? Rankenhieb. Ja, gut. Haben wir Blitz gebraucht? Keine Ahnung, könnte noch meinen, den das beibringen zu müssen. Ist, denke ich mal, nicht gegen unsere Regeln, dass der mein Pokémon eine TM beibringt. Sonst ist nicht viel neu. Was Quidno mir aber gesagt hat, was ihm aufgefallen ist, dass ich bei Karaoke ja einen Igler weggemacht habe und ein Igler verdoppelt allerdings die Stärke von Walzer. Das wird er, denke ich mal, in seinem Part selber gesagt haben. Ich habe da nicht dran gedacht, bin ich ehrlich. Eigentlich müsste ich es wissen, aber ich benutze Walzer so selten. Ja, scheiße, aber hat ja anscheinend trotzdem alles geklappt. Ich muss los, Arbeit, Pummeluff ist das wahre Brett. Das wahre Brett. Geil. Ja, okay, Pummeluff hat alles gecarried. Ich bevorzuge letzten Endes doch Herausforderung. Das war immer so zu einfach, nehme ich an. Wir haben jetzt das Ei. Dafür ist... Ach so, Nightblade raus. Stimmt, ich habe ja einen von seinen Slots besetzt. Für die nächste Arena hätte ich Nightblade aber schon gerne dabei. Darum hole ich den jetzt auch wieder ab. Sofern er nicht gestorben ist. Das weiß ich ja tatsächlich nicht. Vielleicht war doch ein Verlust dabei. Ich schaue einfach mal. Und ansonsten habe ich gerade auch schon so ein Ziel vor Augen, abgesehen davon, nach Azuria City zu gehen. Möchte ich gerne noch mindestens ein Pokémon fangen. Gut, ihr lebt beide noch. Mit Loco hat er nichts gemacht und ist ja auch richtig so. Nightblade noch Level 16. Aber da es die nächste Arena eine Käfer-Arena ist, möchte ich ihn gerne mitnehmen. Und ich glaube, ich packe dafür tatsächlich Flowey weg. Außer wir brauchten in der Höhle Blitz, in der wir nachher durchgehen. Aber ich meine, das brauchten wir dann nicht. Bin mir sogar ziemlich sicher. Und, oder nehme ich Rick Gastly für Flowey? Doch, ich tausche Rick Gastly noch gegen Flowey aus. Weil ich Pflanze irgendwie doch cooler finde. Noch, also, als bessere Ergänzung. Für unser Team. Dass wir wenigstens noch ein Pflanzen-Pokémon haben. Solange es uns halt möglich ist, ne? Warum nicht nutzen?
in unserer Challenge, in der ich nur Gift und Wasser fangen darf. Die meisten Gift-Pokémon oder viele Gift-Pokémon haben ja Pflanze noch als Typ. Für das, was ich jetzt vorhabe, lasse ich Karaoke tatsächlich vorne, weil Gesang kommt mir da sehr zugute. Da haben wir noch Items. Ich möchte, wie gesagt, ein Pokémon fangen. Die haben wir alle noch. Tränke. Haben wir auch noch. Er hat neu gekauft. Ja, okay, das ist neu alles. Neu gekauft. Oder er hat gar nicht wirklich so viel gebrochen und hat echt einfach durch die Arena durchrasiert. Ich bin gespannt auf den Part, ehrlich. Hier nehmen wir noch mit. Blub. Habe ich das die Geschwindigkeit erhöht? Hatte ich nämlich bis eben nicht. Gut. Gut, gut. Zum Glück, jetzt habe ich es noch recht früh gemerkt. Route 32. Er hat mir auch gesagt, hier dürfte ich auch was fangen. Ich werde es aber jetzt nicht so provozieren, weil ich finde, ich fange eigentlich genug Pokémon. Und mit Wasser als fangbare Möglichkeit. Siehst du, Plinfer, siehst du, sage ich. Guckst du? Plinfer möchte ich fangen und Wasser-Pokémon laufen hier, glaube ich, gerade auch noch sehr viele rum. Und er hat gar nicht so bisher die großen Fangchancen gehabt, leider. Na egal, ich möchte dieses Plinfer auf jeden Fall haben. Auch wenn es erstmal nur als Backup sein wird. Weil ich finde, ein Wasserstarter im Team reicht. Und mit Olga bin ich bisher zufrieden. Level 12, sehr cool. Das ist nicht schlecht. Mache ich direkt mal Gesang. Ich versuche es mal sofort zu fangen. Auch wenn die Fangrate, denke ich mal, bei einem Starter-Pokémon jetzt nicht so die beste sein dürfte. Aber vielleicht wurde es auch angepasst. Gesang müsste bitte treffen, Karaoke. Betöre dieses Plinfer. Ach, der Schambolzen geht auch. Du sollst aber mit deinem Gesang betören, nicht mit deinem Körper. Das klingt weird. Aber es ist ja durch körperlichen Kontakt entstanden, dieser Schambolzen. So, da schläft Plinfer. Und ich wäre dir wirklich zutiefst dankbar, wenn du in diesem Premierball drinne bleibst. Bitte. Wow, wirklich, ich hasse das richtig, wenn die bis zum letzten warten, um rauszukommen. Das finde ich immer richtig grausam von denen. Ich mag dich jetzt schon nicht, Plinfer, ich mag dich nicht. Ja, schlag mal ruhig weiter. Einen Pfund kassierst du noch. Soll ich wenigstens ein bisschen schwächen? So. Pokéball. Ich war sehr froh, dass Karaoke noch Walzer erlernt hat. Habe ich ja von Anfang an drauf gehofft. Ich glaube, ich habe es auch bis jetzt einfach in jedem Part gesagt. Und es scheint auch wirklich hilfreich gewesen zu sein. Trotz meines Fauxpas mit Einigler. Nee, du schläfst ja nicht. Ich will jetzt, dass du schläfst. Und eigentlich möchte ich mich an Plinfer jetzt auch nicht allzu lange aufhalten, wenn es bitte ginge. Ja, oh, bist du verliebt? Ja, dann komm doch in mein Team, dann hast du ganz viel von Karaoke. Du wirst ganz viel Zeit mit ihr verbringen können. Ist das nicht schön? Du musst einfach nur in diesem kleinen Pokéball drin bleiben. Bitte. Bitte, Plinfer. Alter! Dann mache ich mal nochmal Fund. Es wäre sehr cool, wenn das jetzt kein Crit wird. Und wenn du danach noch weiter schläfst, das wäre noch viel cooler. Ja. Komm schon, bitte. Plinfer. Komm in meine Familie. Ja, gut. Klasse, Plinfer wurde gefangen. Ja, Eintrag im Pokédex. Plinfer, Pinguin. Einmischung kann es gar nicht leiden. Es ist bockig und fast nur schwer zutrauen zu seinem Trainer. Geil. Das ist doch perfekt, um in die Trainerkarriere einzusteigen, finde ich. Spitzname natürlich. Normalerweise benenne ich den immer nach den Pinguin aus Madagaskar. Also Skipper, Kowalski, Private, Rico. Aber ich glaube tatsächlich, ich habe alle davon durch. Und was mir jetzt nächstes einfällt, ist DDD. Also von Kirby oder halt auch von Super Smash Bros. Und so. Ja. Was eine spontane Eingebung? Ich mach's einfach, ist ja nicht so schlecht. DDD wurde im Bock 1. Ja. Da kannst du ruhig bleiben.
Dein Wesen können wir später checken. So, jetzt habe ich die Alfruinen geklärt. Das sind doch die Alfruinen, ne? Geklärt im Sinne von, ich habe hier was gefangen. Seht das jetzt Alfruinen? Oder ist das Innere? Ne, okay, jetzt sind die Alfruinen. Ja, hier bin ich jetzt soweit durch. Ich packe tatsächlich mal Flowey nach vorne. Und den Brief, das Pummel auf dem Brett ist, den kann ich dir mal wegnehmen. Ja, aber gerade mal auf dem PC. Wenn Quintner das so öfters macht mit den Briefen, oder ich könnte es ja auch mal machen. Wie sieht Flowey denn aus? Was ist mit dir los? Flowey zuckt gemütlich hinter dir her. Oh nee, der Kopf. Aha, scheiße. Wenn wir das öfter so gegenseitig machen mit den Briefen, haben wir am Ende eine Sammlung, die man eigentlich auch mal so just for fun durchgehen könnte. Warte, warum die Eile? Du hast einige gute Pokémon dabei, sie sind bestimmt deshalb so gut, weil du sie in Viola City so trainiert hast. Die Pokémon Arena war sicher ganz besonders gutes Training für sie. Hier, das ist für dich als deines Andenken an Viola City. Wenn du das ein Pokémon gibst, soll eigentlich die Stärke all seiner Attacken von die Pflanze das passt ja. Das passt mir sehr gut. Das reiche ich auch direkt so weiter an unsere liebe Flowey. Habe ich übrigens falsch geschrieben, habe ich jetzt auch mal realisiert. Das Flowey mit EY. Schrieb mir jetzt auch besser aus, finde ich, als mit Y. Aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich das E einfach weggelassen. Ja, wie gesagt, ich möchte es jetzt nicht provozieren, hier ein Pokémon zu encountern, was ich fangen kann. Nur weil ich es gesagt habe, wird es wahrscheinlich passieren. Nö, Pfiffchen kann ich nicht fangen. Kann keiner von uns fangen. Also kann ich es wegmachen. Mit Strauchler. Warum hat er ihm Blitz beigebracht? Wirklich, das frage ich mich. Weil eigentlich ist Quint noch nicht so der Typ, der denkt, Genauigkeit senken, damit der Gegner nicht trifft. So, ich glaube, das findet er eher ein bisschen lame. Aber trotzdem, ja. Ah, ein neues Gesicht. Du hältst dich also für stark. Oder denkt er, wir brauchen Blitz in der Höhle, die gleich kommt? Ich kann es mir aber nicht vorstellen, dass man Blitz hier überhaupt braucht, weil es jetzt eine TM geworden ist. Keine VM mehr. Und TMs kann man nur noch einmal beibringen. Das wäre ziemlich unfair, wenn man Blitz dann irgendwo brauchen würde. Aber das Pokémon das vielleicht gar nicht mehr beherrscht. So, ne? Wischte, wie ich mein. Zubat, wechseln wir mal kurz auf Olga. Warum nicht? Warum denn nicht auf Olga? Entwickelt sich, glaube ich, auch bald, ne? Okay, ein ganzes Level noch. Dann haben wir einen Tyrakrok. Auch nicht von schlechten Eltern, so. Kann uns auch sehr nützlich sein. Nützlicher als ein Kanimani. Wobei Olga, ich denke, Olga hat schon recht gute Arbeit geleistet bisher. Vor allem, sie lebt noch. Unser erstes Pokémon lebt noch. Generell noch kein einziger Verlust. Das ist schon ziemlich cool. Also, ich muss sagen, ich hätte echt, ich glaube, ich habe es im letzten Part auch gesagt, vor der Arena ein bisschen Respekt. Haben wir Zerschneider? Haben wir nicht. Wo kriegen wir das her? Wo kriegen wir Zerschneider? Ach so, in der nächsten Arena. Wir können das noch gar nicht haben. Aha, bin ich auf den Trick reingefallen. Ich dachte, das ist ein Baum, dann müssen wir das ja schon haben können. Trümmerer hätten wir jetzt, ne? Aber das kann, glaube ich, keiner lernen gerade. Nicht mal Karaoke, leider. Einen Schutz gefunden, ja, warum nicht? Kann, ja, nehme ich. Ich, na. Okay. Damit wäre die Route, hätte sich erledigt. Weil es ist Pokémon für die Wasser. Ich will mich nicht beschweren. Klar, ich freue mich über jedes Teammitglied. So, auch jetzt haben wir noch einen Bodentyp. Aber ich würde Quintner auch mal was gönnen. So. Hätte das Ei, ne? Wo wir da auch noch nicht geklärt haben, wie wir damit verfahren. So, ich hoffe, es wird es gleich noch nicht schlüpfen. Ich glaube, das dauert eh. Aber gilt dann die Route, wo das Ei geschlüpft ist, für uns als erledigt? So müssen wir da das dann irgendwie taktisch klug rangehen, dass wir das in einer bestimmten Route schlüpfen lassen, oder ist das nicht ortsgebunden? So, weil wir haben das Ei ja eigentlich im Mr. Pokémons Haus erhalten. Das müssen wir mal wegen abschnacken. So viele haben wir gefangen.
ganz nebenbei im Schlaf quasi. Ach, versteht ihr auch mal, dass Philino schläft. Das ist vom Typ Fisch. Du bist doch kein Fisch. Dieses Pokémon lebt in Eiswasser. Hä? Wird es an Land kalt, verlässt es das Wasser und sucht nach Futter. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier irgendwo Eiswasser ist. Und dass es hier kalt ist. Spitzname von Philino. Wie heißt hier nochmal? Quacksire und Wooper. Axolotl. Wooper. Oh, ich weiß nicht. Whoopi. Ich will eigentlich Whoopi Goldberg machen. Whoopi Geberg. Whoopi Geberg. Whoopi Geberg ist auch kacke. Du bist einfach ein Whoopi Girl. Schön mit Ö. So. Whoopi Girl. Wurde in Box 1 auf jemandes PC übertragen. Ja, noch ein Backup für mich. Schön. Ist Boden hilfreich gegen Käfer? Ich meine nicht. Ich meine, gegen Käfer hilft mir Flug, Gestein und Feuer. Wenn ich... Was? Wie? Ein Kampf? Ich turniere ich gerade. Na gut, ausnahmsweise. Wo war ich denn? Jetzt hat mich das Telefonat da abgelenkt. Ich weiß es nicht mehr. Oh, das mit Blitz, das stört mich. Das stört mich ungemein. Nightblade. Ich habe wirklich den Faden verloren, worüber ich gerade geredet habe. Schade. War bestimmt super duper wichtig. So, ich habe gerade mal eben gecheckt, ob ich mich nicht doch wieder gemutet habe, aber habe ich zum Glück nicht. Ich hoffe, die Aufnahme war bisher durchgehend verständlich. Das hat mich wirklich geärgert in meinem letzten Part. Dass ich beim Nachschauen nochmal gemerkt habe, oh, ab da, wo ich Nightblade gefangen habe, war bei Sensei, der war Rui. Aber es waren nur noch 7 Minuten. Also, ich finde das mit den Drüberlabern von mir, das ging. War mal was Neues. So, Picknicker Annette, ja auch besiegt. Annette, die Nette. Oh, du bist auf. Ja, meine Nummer kannst du haben. Ich werde das jetzt nicht alles vorlesen, denn ich würde gern vorankommen, ehrlich gesagt. Ich bin jetzt gleich schon wieder 20 minutes into the part and I've come not really far. Wird das nochmal eine andere Route? Ich glaube nicht. Ich glaube, das bleibt bei 32. Oh, Drifflon. Hätte uns jetzt auch nicht viel weiter geholfen. Werde ich auch nicht gegen kämpfen. Level 10, du wirst nicht viel Erfahrungspunkte bringen. Ich will lieber die Trainer hier an der Seite. Ja, komm. Was ist es? Was ist es? Magnetilo. Bringt uns auch nicht viel. Wobei Elektrotypen wären halt cool. Aber darf nicht. Gibt's, Wasser-Elektro gibt's, ne? Lampi könnte ich kriegen, Gift-Elektro gibt's in dem Part noch nicht. Käfer-Elektro auch nicht. Normal-Elektro. Auch nicht. Bis Gen 4. Ne, ich glaube erst ab Gen 5 gibt's Elektro normal, boah. Also Elektro ist glaube ich so ein Typ, da könnten wir halt echt nicht rankommen. Oder, ach doch, Wasser, klar, Lampi habe ich eben gesagt. Okay. Eigentlich, ich glaube wir haben eigentlich sehr gute Chance, jeden Typen irgendwie mal zu bekommen. Also es besteht zumindest die Chance, aber wir werden sie wahrscheinlich nicht finden. Ich bin auch echt gespannt, ob wir irgendwann an eine Stelle kommen, wo wir einfach nicht weiterkommen wegen VMs. Das wäre sehr ärgerlich. So, ich bin mir ziemlich sicher, dass wir Zerschneider hier kein Problem mit haben werden. Ich glaube, Flowey kann das. Olga kann das safe. Und vielleicht kann das sogar auch Dings. Karaoke. Wobei Pummeluff ist nicht dafür bekannt, irgendwelche Clown zu haben und wirkt auch nicht so. Und das hat nur einen Angriff jetzt, ne?
Giftpuder und Stachelspore habe ich Flowey beigebracht. Wie ihr sicherlich wisst, wenn ihr Quinton aus Part gesehen habt und der das da halt schon konnte. Da dachte ich mir, warum nicht so? Vor allem bei Giftpuder. So, ich wollte Gift-Pokémon, ich finde Gift-Pokémon cool. Warum soll er nicht auch eins Giftpuder können? Aber jetzt in solchen Kämpfen. Ich kann die Pokémon halt so wegmachen, ne, mit zwei Attacken. Da bringt Gift nicht wirklich was. So, die zu vergiften und Damage over Time zu machen, großartig, warum? So würde das Ganze nur hinauszögern irgendwie. Aber, Flowey kriegt hier gutes Training. Das gefällt mir. Ist das nur so sinnvoll, überlege ich gerade. Jetzt hat Flowey sich auch noch verliebt in das männliche Finion. Du bist eine Pflanze, warum stehst du auf Fisch? Na gut, wo die Liebe hinfällt. Aber auf Fisch? Was ist los mit dir, Flowey? Ach komm schon. Strauchler ist gegen schwerere Pokémon besser, war das nicht so? So, jetzt so ein Fisch ist, denke ich, nicht, nicht mal groß schwerer als Gnufenser selbst. Finion habe ich auch noch nie benutzt. Ist, glaube ich, pur Wasser. Könnte ich also benutzen. Mal gucken, ob ich eins bekomme. So, mir reicht jetzt eigentlich mit Flow. Jetzt kann. Ich will, dass Nightblade auch ein bisschen trainiert wird. Da wäre es ganz cool, mal auch Gegner zu haben, die Nightblade sehr gut wäre. Ja, Carpador wird jetzt halt nicht die größte Herausforderung sein. Geht aber hoffentlich schnell. Ich muss wirklich unbedingt schauen, ob das alles so rechtens ist, was die Geschwindigkeit hier angeht. So, Quintner meinte schon, vielleicht einfach mal neu installieren, das hat bei ihm geholfen, weil es kommt mir hier nicht wirklich schneller vor. Ich habe ja auf 25% erhöht und ich habe das Gefühl, bei ihm geht das alles schneller vonstatten als bei mir. Plätsch. Ich würde eigentlich sehr gerne noch durch die Höhle durch, aber das wird nicht gehen. Da würde ich, glaube ich, stark überziehen. Hast du eine Angel für mich? Ne, du willst kämpfen. Im Angel bin ich gut, aber im Pokémon-Kampf bin ich besser. War da nicht auch irgendeiner... Ich habe jetzt nicht aufgepasst, aber steht da nicht auch einer, der seine Familie irgendwie voll hängen lässt, weil er die ganze Zeit angeln ist? Aber der will eigentlich auch mir seine Nummer geben, meine ich. Also das wird der hier nicht sein. Und da oben wollte ich mir jetzt auch kein... Ja gut, das ging jetzt schnell. Goldini. Das ging jetzt schnell. Angler Angelo. Zäh, ich war aber doch zu ungeduldig. Okay, der gibt mir doch seine Nummer. Halt, junge Leute, dann hört er gar nicht mehr vom Angeln. Warte mal, ob ich zeige dir die faszinierende Welt der Angelkunst. Tausche deine Nummer mit mir. Ja, Claire! Meld dich, wenn du Bock hast. Ja, wurde registriert. Hurra, ein junger Mensch, der mir seine Nummer gibt. Oh, ich bin so überglücklich. Hast nicht viele Freunde, wa? Oh, noch ein Trainer. Ich dachte, du wärst keiner. Ich habe gute Pokémon im Gras gefunden. Wir schaffen das schon. Ich werde Pokémon-Meister. Ich werde die Nummer 1. Du schaffst das schon. Neulich tatsächlich mal so alte Pokémon-Lieder gehört von früher. Die immer nach der Dings liefen. Nach einer Folge. Gott, hat das jetzt gedauert. Oh, was mache ich denn gegen Elektro? Da benutze ich jetzt mal Giftpuder. Wie, also alte Songs gehört und irgendwie... Die waren gar nicht mal so scheiße, muss ich sagen. So, da war einige richtige Trash-Lieder dabei, wie ein Song von Team Rocket, also... Das war richtig grausam. Ich glaube, da gab es auch noch keinen richtigen Synchronsprecher für Team Rocket, so, als sie den Song gemacht haben. Und das ist nicht geil. Es ist halt super trash, darum ist es irgendwie auf eine gewisse Weise gut, das Lied. Ich weiß gerade auch gar nicht, wie das heißt. Ich will es gerade auch nicht nachmachen, weil ich will euch das ersparen, aber das war echt schlimm. So, also Sachen wie der Poké-Rap und so die Intros, die sind schon eigentlich echt nice. Na? Shinox, war es das? Jo. Elektrotypen hätten wir auch gut nehmen können. Wir haben viel darüber geredet, welche Typen wir nehmen wollen, also für welche wir uns entscheiden. Auch natürlich so versucht, ein bisschen da taktischer ranzugehen. Aber wir haben auch immer gedacht, ja, es wird halt
nicht dazu kommen, dass wir Elektro-Pokémon finden. Wie wär's mit einer schmackhaften und nahrhaften Fleckmon-Route? Für dich jetzt nur 1 Million Pokédollar. Na, wie sieht's aus? Ja. Puh, dein Geld reicht nicht. Und sag, die Kinder von heute wären stinkreich. Ja, ja, sicher. Taschengeld ohne Ende. Ich gebe sogar was an meine Mutter ab, weil die nichts hat. War nicht ein Item? Da. Nee. Hier war doch ein Item. Bin ich mir ziemlich sicher. Was sagst du dazu, Flowey? Wo ist denn das Item? Was? Willst du es an dich nehmen? Ja. Sag mal! Ich scheide ihm sehr kostbar zu sein, wenn ich damit heraus... Das her jetzt! Hier ist nichts. Hier ist kein Item. Flowey hat es voll aufgehoben und wird sich geben. Dafür ist jetzt freigelassen. Mir reicht's wirklich. Mit deinem King-Kalitzchen. Ah, der Typ da gibt mir, glaube ich, die Angel. Die stinkt normal. Ja, heil erstmal meine Pokémon. Blub, 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 blieb. Ich überlege gerade so ein bisschen weiter. Wenn ich die Höhle nicht mache, wird Quidnor die machen. Dann kommt der wahrscheinlich nicht ganz durch den Fleckmon-Tunnel. Und dann kann ich die Arena machen. Macht das Sinn? Also ich merke gerade schon wieder, ich bin nicht wirklich vorangekommen. Ich habe eine Route geschafft. Wow, geil. Ja, ja, ich weiß, wie man angelt jetzt. Ja. Ja. Gut. Ich gucke mir noch eben die Wesen an. Dann gehe ich nochmal die Route hoch, hol da Items und gucke, ob da noch Trainer sind. Jemand ist PC. Pokémon bewegen. So, die Wesen unserer Neuzugänge. Pinfa. DDD, Kautzig. Das ist neutrales. Neutrale Wesen gehen mir auch so auf den Sack irgendwie. Oh, plus Initiative, minus Spezialverteidigung. Ja, plus Initiative ist ja wieder sehr gut. Bist aber, glaube ich, so generell nicht der schnellste. Lebensschuss, Lebensruder, Rutenschlag, Aquaknarre. 2 Uhr Absorber. Du hast Sturzbach, jo. Gut, jetzt nichts Besonderes von den Attacken her, aber kann man mitarbeiten, wenn man sie braucht, würde ich sagen. Rick Gastly, noch Lotus, alles von mir. 4 Pokémon und 3 im Team. 7 Pokémon habe ich. Ich habe genug für ein ganzes Team und noch einen Ersatzmann. Aber bringt mir nichts. 3 Slots für mich, 3 für Quidnor. Und ich gönne Quidnor auch ein Pokémon. Aber ich bezweifle, dass er auch in der Höhle da eins fangen kann. Das ist schon echt ziemlich... Ja, habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe gedacht, das wäre erstmal so gerechter verteilt, aber... Es kann ja noch werden. Hier gibt es ja sehr viele Orte und Routen. Und eventuell wird das noch was. Nightblade möchte ich jetzt gerne mal wieder vorne sehen. Ich werde dich auch jetzt noch vorne packen. Wobei du, glaube ich, in der Höhle wieder nicht so gut sein wirst, wenn da so Boden- und Gestein-Pokémon sind. So, aber du hast Biss, das wusste ich. Nee! Finalschlag, stimmt. Das kann auch eine böse Überraschung werden, wenn ich jetzt gegen so einen Driftlon oder Driftzippeli kämpfe. Und ich habe noch so ein Viertel Leben oder so, und dann denke ich, ich mach dich eben fertig, Kugelsaat. Werde ich den Fernseher jetzt aber nicht beibringen. Ich werde ihn Blitz lassen. Ich will wissen, ob Kittner sich das dabei gedacht hat. Dieser Blick, wie faszinierend. Vielleicht hat er sich auch wirklich, weil das ist so ein Déjà-vu ein bisschen. Vielleicht hat er sich einfach nur gedacht, wir brauchen Blitz. Und hat Saugen Defensor beigebracht. Oder der denkt halt wirklich, Blitz ist im Kampf nützlich. Wer weiß. So, ich habe jetzt schon zweimal so ein bisschen verkackt. So ein Gesichte bei Eugen weg. Da hätte Quidnor ja gemeint, ja, kann bleiben. Und ein Igler jetzt bei Hummel und beides seine Pokémon, fällt mir immer auf. Darum, ich werde das jetzt nicht umändern. Keine Ahnung. Mal sehen. Vielleicht, wenn es mir dann irgendwann doch auf die Nerven geht, dass ich es dann wegmache. Ja, es reicht jetzt auch langsam. Wo ich davon auf die Nerven gehen rede. Aber so eine große Vielfalt an Pokémon scheint es auch nicht zu geben. Auf dieser Route. Ach komm, damit. Okay, nee. Einmal Superschall, vielleicht verletzt sich noch selber. Ich will Nightblade dann wenigstens jetzt auf 17 bringen. Dass ich wenigstens sage, ich habe ein paar Level up bei meinem Pokémon gemacht. Aber ich glaube, gegen dich sieht Nightblade gerade kein Land.
Nicht mehr verwirrt, jo. Warum solltest du auch weiterhin verwirrt sein? Das macht mehr Schall, als ich erwartet habe. Karaoke. Was sagt Gestein zu Stahl? Das interessiert mich. Boah, ich weiß es gerade wirklich nicht. Ist es sehr effektiv oder ist es eher so Stahl sind doch härter als Steine. Ja, so sieht es nämlich aus. Gestein ist doch gar nicht sehr effektiv gegen Elektro, ne? Ich dachte das früher immer. So, weil, ich dachte früher immer so, Boden und Gestein ist so eigentlich fast dasselbe. Also damals zu Pokémon Gelbzeiten, so in den ersten Editionen. Da dachte ich halt, da habe ich mir eigentlich gar nichts gedacht. Warum sollte ich damals gedacht haben? Dachte ich mir, ach ja, nee, reicht. Groß angekündigt hiermit, bring dich Level 17. Muss jetzt auch nicht sein. Wann bist du gleich tot? Das gefällt mir gar nicht so. Warum hast du dich von... Oh, noch ein Superball, geil. Es kommt da oben nach dem Trainer. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich gehe nochmal eben luschern. Ey, komm! Ich könnte den Schutz verwenden, mache ich aber nicht. Lohnt nicht mehr. Ja, Magnetilo. Ach, ich bin jetzt vor über 30 Minuten. Ich gehe doch nicht mehr gucken. Nö, gehe ich doch nicht mehr. Da, heute bin ich mal sehr, sehr unentschlossen und stehe nicht zu meinem Wort, wie ich gerade merke. Was ist es jetzt noch? Ein Whoopi Girl. Das ist mir auch egal. Flucht. So. Tja. Werde ich noch eben mal schnell nochmal mit durchheilen. Und irgendwie lasse ich Quid noch immer. Ah nee. Jetzt mal in der Arena angefangen. Sonst irgendwie gerne in Pokémon Center, kann das sein? Wobei, wie viele Parts hat er denn jetzt gemacht? Er 3, ich 3. Ich habe ihn gar nicht immer im Pokémon Center anfangen lassen. So. Hier noch schön. Da kommt noch ein Trainer, das weiß ich. Ein Vogelfänger. Hier bleibe ich stehen. So, Leute. Das war's mit meinem Part auch schon wieder. Leider nicht so weit gekommen. Erneut. Vielleicht bilde ich mir das auch rein. Das ist völlig normal für diese Edition. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Macht's gut, Leute. Heide, Getreide.